Moin, moin, seid gegrüßt. Haus Flipper 2. Gerade wieder mit dem Vorher-Nachher-Effekt. Ja, wir haben hier nicht besonders viel gemacht, außer ein bisschen sauber gemacht und Sachen verkauft. Das reicht aber, um damit ein paar Euro zu verdienen. Ich grüße nochmal neue Zuschauer. Christoph sei gegrüßt. Firefighter, moin. Ah, hat geklappt mit dem Motto ausmachen, danke. Ja, gerne. Gerne, gerne. Dann funktioniert alles. Nachträglich kann man ihn dann wohl auch wieder mit reinnehmen. Ja, aber wie gesagt, wenn ich wieder ein Update mache vom Produktionspack und sich eine bestehende Produktion ändert, wird es wieder zu dem Fehler führen, dass es dann alles durcheinander ist. Ich weiß auch nicht, welche Stände er jetzt tatsächlich dann nachher wiedergibt. Jo, also, gibt es neue Angebote? Nein. Guck mal, ist aber low, ne? Oder? Einklang in der Natur, sollen wir den Quatsch nochmal schnell machen? Das ist ja ein schön modernes Haus, ne? Aber es ist halt komplett verwuchert. Aber ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Oder nicht, dass wir da irgendwie Ärger nachher. Nein, wir machen das. Im Einklang der Natur. Sie ist im Wald, es wird dunkel. Uah, da ist nicht mehr so viel im Einklang der Natur, Leute. Ich glaube, hier haben auch Leute ein bisschen länger schon gewohnt. Oh, da liegen noch Fliesen. Ja, hier ist jetzt nichts mehr im Einklang der Natur. Das Ding ist, das Haus ist nichts wert, ne? Ich weiß nicht, ob wir dadurch Probleme kriegen. Weil das so teuer jetzt war, ne? Aber ich glaube, die Region hier, die Gegend ist ja generell teurer. Hol ich mal den Müll hier an. Das gehört alles schon nicht mehr dazu. Deswegen, so ein 400 Quadratmeter Ding ist halt echt nicht groß. Jetzt kommt aber erstmal schon wieder ein bisschen Luft hier hin. Also wir brauchen eigentlich nur die ganze Zeit eine Mülltonne, glaube ich. Das ist auch nur noch ein Rohbau hier dann, ne? Aber Ziel ist es natürlich, sowas in gut und gerne einer Folge zu schaffen. Obwohl, also klar, wenn man jetzt dieses richtige Händchen hat, das hier so richtig so einzurichten, so, also richtig, also ist schon echt gut, ne? Wenn man das so verdammt detailreich auch alles machen kann. Ich kann mir das echt gut vorstellen. Aber schreck auch so ein bisschen vor der krassen Arbeit zurück, die das macht, so ein Haus hier tatsächlich komplett zu machen. Das alles hier. Grün sparen. Worauf ich nochmal Bock hätte, irgendwie so ein Haus zu bauen, wo man sagt, oh, das wäre aber so von der Größe und von der Optik irgendwie so traumhausmäßig, was man sich in Real Life wahrscheinlich nicht leisten wird können. Und wie gesagt, einmal das eigene. Weil bis dahin müssen wir halt noch ein bisschen was tun. Aber ich würde das jetzt nicht einfach nur so in diesem freien Modus bauen. Das dann, ja, nee. Will man das hier in dem Spiel auch einmal erarbeitet haben. Auch wenn das noch ein bisschen dauert und wir dafür noch ein bisschen tun müssen. Ist das so. Der Raum ist nicht sauber.
Hier weiß du auch noch nicht genau, wo fängt man an, wo hört man auf, ehrlich gesagt. Wir machen jetzt erstmal unten fertig. Sind alleine schon mehrere Müllsäcke voll. Gut, dass so eine Mülltonne ein Unendlichkeitsdings ist. Und viel Geld können wir hier nicht rausholen, wie gesagt. Was Verkauf von Möbeln und so angeht. Und das kann nachher vielleicht tatsächlich so ein bisschen so ein finanzielles Problem werden. Mal gucken. Nett, dass hier so ein paar Fliesenpakete liegen. Die ganze Treppe wollen wir natürlich nicht abreißen. Das ist auch noch Müll. Testen, wie viel das Haus ohne irgendwas wert ist. Ja, so habe ich das vorhin gemacht, Firefighter. Ich habe vorhin ein Haus verkauft, ohne Türen, ohne Fenster. Und wir haben es nur sauber gemacht. Oben komme ich halt, ich weiß noch nicht, komme ich noch irgendwie nach oben? Wir haben es nur sauber gemacht, alles verkauft und ich habe ganz, ja, ansprechenden Gewinn gemacht. Hier müsste man sich ja sogar eine Bautreppe teilweise machen, damit man da oben irgendwie hinkommt. Obwohl, ich glaube, da an der Seite können wir hoch. Naja, machen wir mal wieder einen Raum sauber. Dann machen wir erstmal hier draußen sauber. In die Mission weitergehen müssen, also diese Missionsgeschichten Fortschritte erzielen, da werden wir in der tendenziell wieder große Aufgaben kriegen. Dann müssen wir dann alles machen, dann müssen wir erst reinigen, dann müssen wir Sachen verkaufen, dann müssen wir Räume umbauen, anbauen, erweitern und alles. Und hast du nicht gesehen. Schön, wenn man jetzt mal selber mal auswählen könnte, ob man nicht irgendwie einen anderen Lappen oder irgendwas anderes in der Hand haben könnte. Ein Hochdruckreiniger wäre bei dem Haus hier vielleicht auch angebracht. Aber immer dieser schöne rote Lappen hier. Danke fürs Reinschalten.
Oh, der Raum ist sauber. So, Respekt. Was ein Müll. Ein Dreck. Da oben haben wir noch vergessen. Sollten ja auch mal einführen, dass man dieses Reinigungsmittel und so kaufen muss oder irgendwie sowas. Oder so wie beim Fenster reinigen oder beim Malen, dass man einfach einen größeren Lappen noch kriegt oder so, ne? Schon ein bisschen belastend hier das Ganze. Sieht das ganz gut aus jetzt aktuell. Wir müssen nach vorne noch mal irgendwie hin. Ja, aber wir schaffen. Also wenn ich jetzt hier, ne, durchziehen, müssen wir so ein zu machen sein. Bin mal gespannt, was dein Eigenheim denn so einbringen, wenn du das gebaut hast und verkaufen würdest. Ja. Kann man ja abchecken. Oh, jetzt haben wir auch noch nicht gewesen. Ach, man kann das natürlich nicht zu 100% nachbauen, ne? Weil man ist ja nicht 100% hier Zentimeter filigran. Aber so mit den Wänden, die, sag mal, die Wände in Wirklichkeit müsstest du ja von der Dicke her, müsstest du ja heutzutage, ist eine Wand ja dreimal so dick, glaube ich, ne? Im Vergleich zu dem hier. Oh, du hast ja nicht noch einen Verblenderstein davor. Wir haben ja Holzständerbau, also die Holzständerdinger, die fertigen, sind ja an sich auch schon relativ dick und dann haben wir davor ein Verblendermauerwerk noch. Noch alles, da ist auch noch alles dreckig. Hier ist echt alles dreckig.
Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, juhu, auch hier sind wir auch fertig. Anstatt, ja, das muss also. Ich drücke immer Licht anstelle von dem Sprüher. So, wenn ihr noch irgendwas seht, schreit Stopp. Hast was vergessen? So, wir müssen jetzt mal gucken, wie kam ich jetzt da raus? Hier. Echt gespannt, ob wir mit dem Haus so jetzt schon Gewinn machen oder ob das komplett um die Ohren fliegt. Manchmal hier noch eine Fehlinvestition, ne? Und so eine könnte das sein. Es sei denn, dass es halt einfach, dass die Region hier so teuer ist. Aber das Haus an sich ist natürlich nicht besonders toll, ja? Also nicht, wenn ich das jetzt alles hier, die Mauern und so weiter noch schließen würde. Aber will ich eigentlich nicht. Ich denke, dass wir halt noch irgendwie so eine Montage machen, damit wir nochmal Rabatte erwirtschaften, aber dann eigentlich vielleicht auch echt noch eine Mission machen müssen. Vielen, vielen, vielen Dank für die mit dem 29. Monat am Start. Danke dir. Was a Bomb. Du hast einen Vorteilspunkt der Kategorie Flipper-Fähigkeiten erhalten. Ah, Scherz. Eigentlich sind wir fertig. Apropos Baugerüst, kann ich das nicht verkaufen? Ja. Aha, also ein Baugerüst, das ist ja auch nochmal interessant. Wir sind doch im Hochhausbau. Gut, das können wir auch alles nicht verkaufen. Letzten Unkrautpflanzen können wir hier noch verkaufen. Kann man was draus machen jetzt, oder? Mal bin gespannt. Welchen Vorteil haben wir denn jetzt? Oh, hier. Das Licht in der Tasche ein bisschen größer, falls du mal. Okay. Wow, haben wir doch noch irgendwas, was wir verbessern konnten. Haus verkaufen. 196. Meint ihr, wir kriegen so viel Geld für das Haus? Dann kann es nur im Grundstück liegen, ne? Bitte? 47.000 plus. Das ist die Lage. Das ist die exklusive Lage. Na gut, das Haus hat natürlich ein paar Quadratmeter, wenn es dann fertig ist. Aber der Gewinn, der ist krass. Ich meine, wir haben natürlich auch gelevelt in dem Bereich schon, ne? Wir sind ja super... Super Verkäufer und dementsprechend, ja, ich verkaufe das zu dem Kurs, ja gar keine Frage. 47.000 plus, Leute. Krass. So. Gut. Gucken wir uns nochmal vorher nachher an. Hätte ich aber auch nicht gedacht. Ich meine, guck mal. Ja, das ist schon. Das wäre echt fertig. Guckt euch den Schmutz vorher an. Dem Gewinn hat man nicht gerechnet.
tendiere ich dazu, dieses 362.000 Objekt nochmal zu machen, ne? Was ja an der gleichen Lage ist. 7 Zimmer hat. Da werden wir viel aufräumen und verkaufen dürfen. Ja, aber so kämpfen wir uns durch den Abend, die Leute. Hätte ich nicht gedacht. Das andere war so ein Nurdachhaus. Gibt es hier in der Region auch wenn so ein Ferienhaus siedlungsmäßig. Haben wir viele Vorher-Nachher-Fotos. Es ist natürlich, wenn man das jetzt richtig schick gemacht hätte, ne, dann ist das aber auch eine Luxusvilla, ne? Man sieht schon echt einen großen Unterschied, für mich auch. 603k haben wir jetzt. Aber der Markt ist leergefegt, ne? Es ist nur noch das hier. Und natürlich die Dinger hier am, an der Küste. Wir können aber auch mal wieder eine E-Mail hier machen. Platz für unser Neugeborenes schaffen. In der nächsten Folge werden wir uns mal wieder um Aufträge kümmern. Machen wir mal so, ne? Dann machen wir mal wieder ein bisschen was anderes zwischendurch. Ein so großer Gewinn war es jetzt nicht, wenn man sieht, dass du 18k durch Verkauf verdient hast. Nö, aber ich habe auch nur sauber gemacht. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.